Müssen wir kurz Meinecke vorbeischauen. Ich weiß, dass er mit Haien getaucht ist, aber ich glaube, das Video ist so lang. Ne, es geht 10 Minuten. Hä, mega. Rein da! Let's go! Ich dachte, das wäre so ein 30-Minuten-Video oder so. Ich habe irgendwas, hatte ich gesehen, das war so ultra lang, aber es geht ja, ist ja mega geil. Let's go. So, ich brauche Licht, Freunde, ich brauche Licht. Denn heute, es ist soweit, es ist der Tag der Tage gekommen. Der Tag der Tage ist gekommen. Vor wenigen Monaten habe ich mich mit Robert das erste Mal im Stream quasi kennengelernt und dann ging es um das Thema Eintauchen. Jetzt sitze ich hier im Neo auf dem Boot mit Robert und wir fahren zu den Haien. Einfach mal. Aber der Neoprenanzug sieht cool aus. Mal machen. Und heute entscheidet sich, ob aus Fritz Meinecke Fritz Heinecke wird. So. Fritz Heinecke. Saufen. Leben oder Tod. Wir fahren jetzt erstmal raus. Es gibt nachher noch ein Sicherheitsbriefing. Wir sehen uns, Freunde. Kann im Prinzip nichts schief gehen. Super, let's go mit dem Video. Aha, wo sind die da? Sieht ein bisschen aus wie Teneriffa oder so. Also die Kanaren. Sieht es auf den ersten Blick so aus, aber weiß nicht. Waren die da auf den Kanaren? Gibt es eigentlich was Neues zum Autorennen von Fritz? Fritz ist schon wieder ein Autorennen gefahren, Nick, und hat sein zweites Auto verloren. lecker Fisch, vegan. Mr. Morgan schreibt, safe Sylt. Sylt hat doch keinen Berg, Muri. Azoren könnte auch sein. Ja, Azoren, stimmt. Du siehst ja auf den Azoren, geil. Der ist völlig entspannt. Ne? Guck, er ist ein bisschen größer als 2,40 Meter. Wir haben eine Boje hier am Boot festgemacht. Hier über dieses Seil. Und da hängt ein Köderkorb unten dran. Und ganz wichtig ist, dass wir die Haie nicht füttern. Das heißt, dass die Haie nicht Boot, Taucher und Köder verbinden. Da muss man nur aufpassen, wenn man so ein kleines Stückchen irgendwo abfällt aus dem Köderkorb. Größtes Stück aus dem Köderkorb sieht man gleich in der ersten Unterwasseraufnahme. Ist das nicht? Gelöstes Stück. Hier hinten, irgendwo mit reingeht ins Tauchgerät und dass der Hai dann hier die ganze Zeit rumschnüffelt und versucht, das rauszukriegen. Ja. So. Ja. Ja. Ein bisschen aufpassen einfach. Ja. Beschreib mal dein Gefühl. Du siehst jetzt zum ersten Mal einen Hai. Ja. Ja klar, ich habe keine Ahnung. This is the first time you ever see a shark. Yeah. Really? Yeah. Awesome fish. And then such a beauty. Nee, also ohne Scheiß, von jetzt ein wunderschönes Tier, geil. Stell mir so, kann man gut beobachten. Ich würde auch mal die GoPro an so einem langen Selfie-Stab reinstecken. Da rein wird's, reich Bock, ja. Wird cool. Ach, da hängt eine Portugal-Flagge am Boot, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, dann sind die auf jeden Fall auf den Azoren. Nice! Auf unseren Nachbarinseln. Mashallah. Aber generell Madeira und die Azoren und auch eben die spanischen Inseln, die Kanaren, sehen alle sehr ähnlich aus, weil die auf einer ähnlichen geografischen Position sind. Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht ist es Teneriffa, weil das hat auch Ähnlichkeiten mit dem Berg und so. Das hätte auch sein können. Auf den Azoren war ich selber noch nie. Wird schön. Offenes Blau, unter uns ein paar tausend Meter. Über uns die Sonne. Um uns rum ein bisschen Fischblut. Ich sag mal so, wir würden die Haie ohne das Anlocken nicht sehen. Das würde einfach nicht stattfinden. Weil Haie leben in der Hochseewüste, da kannst du irgendwo hinfahren und da sind die eben. Das ist bei diesen Hochseehaien nicht so. Sondern die musst du wirklich anlocken. Oh, da kommt der Hai. Robert möchte mit euch sprechen, während er pinkelt. Ja, also ich pinkel gerade ins Wasser und viele Leute fragen mich natürlich, ob das Haie anlockt, wenn man ins Wasser pinkelt. Und ich kann euch sagen, habe ich schon so oft gemacht, das interessiert die überhaupt nicht. Ganz viele Leute haben auch die Frage, naja, kann ich mit Haien tauchen während meiner Regel? Also überhaupt kein Problem. Kann ich jetzt nicht sagen, habe ich auch schon gemacht, aber Menschenblut lockt Haie nicht an. Auch wenn ihr ins Wasser pinkelt, das lockt ihr nicht an. Wärt ihr ein Fisch? Sieht die Sache anders aus. Was die wenigsten ja wissen, ich bin ja halb Mensch, halb Fisch. Ach so, ja, das wissen die wenigsten. Kleines Shark Briefing vorher muss sein. Das Allerwichtigste und das ist wirklich Regel Nummer 1. Die Haie denken sich auch nur, ey, der pinkelt einfach da rein, der Ehrenlose. Die denken so, Digga, ich bin hier gerade unten am Fressen, bitte pinkelt euch ins Wasser. Wenn wir ins Wasser gehen, muss von Wasserkontakt bis das Wasser wieder verlassen 100%ige Aufmerksamkeit auf den Haien sein. Da darf nicht mehr rumgefummelt werden, wo ist meine Ausrüstung, wie ist mein Tauchcomputer eingestellt, wo ist meine GoPro, oh, ich habe hier nochmal was. Weil jede Sekunde, die du mit etwas anderem verbringst, irgendwo, ist der Blick nicht bei den Haien. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein Hai haben, sondern sind jetzt schon 5 da. Das heißt, immer die Awareness haben auf den Haien, zu 100%. Wenn Marty oder ich entscheiden, auftauchen, heißt das auftauchen. Und wichtig dabei ist,
dann kommt man eigentlich in die gefährlichste Situation bei diesem ganzen Haitauchen insgesamt. Nämlich, wenn man an der Oberfläche ist und zum Beispiel das Gerät ablegt oder die Flossen auszieht und eben den Kopf über Wasser hat und hochguckt und nicht mehr die Awareness auf seinen Beinen hat. Das heißt, seid euch einfach bewusst, wenn ihr an die Oberfläche geht, sucht euch vielleicht einen Moment, wo am Boot nicht vielleicht 10 Haie an der Oberfläche rumdüdeln, sondern jetzt ist gerade ruhig, jetzt kann ich hoch. Die Leiter ist im Wer würde das machen von euch aus dem Chat? Schreibt mal eins. Würdet ihr mit Haien tauchen, genauso wie die? Eins in den Chat. Oder würde ich es nicht machen? Zwei. Wasser, und dann heißt es wirklich möglichst schnell sein. Ich bin an der Oberfläche, habe meinen Kopf im Wasser und ziehe die Flossen unter Wasser aus und gucke auch. Ah, ja, okay. Dass ich im Notfall auch mal den Hai nochmal wegdrücken kann. Ja, okay. Hai wegdrücken, man kennt es. Okay, cool. Der sitzt dir in der Hüfte, der sitzt dir am Nacken. Wenn der Hai auf dich zukommt, kannst du auch einfach kurz runtersinken. Ja, einige würden es machen, aber viele auch nicht. Der geht über dich drüber oder du gehst ein bisschen zur Seite und lässt ihn an der Seite vorbei. Never. Und ja, wir machen uns jetzt fertig, dann geht's rein. Ich werde als erstes die GoPro zwar mitnehmen, aber nicht direkt laufen lassen und dann erstmal ein bisschen dran gewöhnen und dann gucken wir mal. Ist ein bisschen windig heute, aber es wird gut. Ja, Freunde, wie fange ich am besten an, das zu beschreiben? Alter, das ist schon krass. Haie sehen halt auch einfach brutal aus, muss man einfach sagen. Was ich bei diesem Tauchgang erlebt und gefühlt habe. Generell habe ich die Kamera erst nach 5 Minuten im Wasser angeschaltet. Ich wollte zu 100% den Fokus bei den Haien haben. Für mich war das alles neu. Open Blue, ordentliche Wellen, ein wackelndes Boot, Leinen, ein Köderkorb und natürlich die Haie. Unser Guide und Robert sind als erstes rein, um die Lage erstmal zu checken. Im Vergleich zu einem klassischen Tauchgang taucht hier jeder nach und nach direkt runter ans Seil. Normalerweise sammelt man sich sonst gemeinsam an der Oberfläche und taucht dann zusammen ab. Dies geht bei den Haien nicht, da man ja wie eben im Sicherheitsbriefing gelernt, die komplette Oh, der Hai hat einen Haken im Maul. Oha, der Hai hat einen Haken im Maul, der Arme. Aufmerksamkeit. Die arme Maus. Auf den Tieren haben muss. Also kam dann irgendwann der Moment, wo ich oben auf dem Boot stand und als Dritter rein sollte. Gefühlt alleine, da die anderen beiden ja nicht mehr zu sehen waren. Ich sollte jetzt also hier in das Wasser reinspringen, mit diesem ganzen Fischblut und den Haien im Wasser. Ich sag's euch ganz ehrlich, es fühlte sich falsch an und irgendwie habe ich in diesem Moment auch kurz mit meinem Leben abgeschlossen. Für manche vielleicht lächerlich, für mich definitiv weit außerhalb meiner Komfortzone. Das habt ihr sicher auch schon zu Beginn des Videos gemerkt, dass ich etwas anders drauf war als sonst. Ich habe diesen Schritt ins Wasser nur gewagt, weil ich vollstes Vertrauen in Robert hatte. Die Kontrolle in diesem Moment abzugeben ist nicht ganz einfach. Aber ich habe einmal tief durchgeatmet und dann kam der Sprung ins Ungewisse. Krass. Ist schon, also ich muss sagen, Respekt, weil ich finde, auf dem offenen Ozean, wo es richtig tief runtergeht, finde ich es richtig gruselig. Ich finde es richtig, richtig gruselig. Und die tauchen nicht mit Käfig oder so, sie sind da im freien Wasser. Wenn die Haie jetzt einfach wirklich aggressiv werden würden, die könnten locker einen Arm wegfetzen oder ein Bein wegfetzen. Oder nicht. Die haben Kraft. Wenn du irgendwas falsch machst oder so, und das kann ja sein, der eine hat hier einen Haken hängen, vielleicht ist er schon gereizt, vielleicht hat er einen scheiß Tag gehabt. Ja, und da kann auch, also, klar, natürlich, in erster Linie interessieren sich die Haie für so große Beute wie so ein Mensch nicht so, sondern eher für die Fische, ne, Fischköder, das Fischblut und so, das ist eher was für die. Und Menschen sind jetzt eigentlich nicht die Beute, die die Haie bevorzugen. Aber genau wie bei Menschen gibt es mal gut gelaunte und mal schlecht gelaunte Artgenossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da sehr viel Respekt vor, weil so ein Tier hat seinen eigenen Willen und das kann machen, was es will. Robert und unser Guide hatten mich und die Haie dabei komplett im Blick. Ich tauchte runter an die Seile, erblickte direkt die anderen beiden Jungs und suchte mir erstmal eine passende Position. An dieser Stelle vielleicht kurz eine Erklärung zu den Seilen. Wie der Hai so an den Seil vorbeischwimmt. Der Hai sucht aber auch den Kontakt so ein bisschen. Der schwimmt an diesem Seil vorbei und streift das. Diese sind dafür da, dass wir nicht vom Boot abgetrieben werden. Gerade bei solch einem Wellengang geht das recht schnell. Keine optimalen Bedingungen für den ersten Tauchgang dieser Art. In den ersten Minuten hatte ich gefühlt 200 Puls und atmete sehr schnell und hektisch. Ich versuchte dauerhaft alle Tiere gleichzeitig im Blick zu haben und zählte sie. 1, 2, 3, 4, 5, shit. Hatte ich den jetzt schon oder, Moment, sind das jetzt gerade 8? Es war gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Guck, der Hai kommt immer so an, ne? Es ist so, der sucht so ein bisschen auch den Kontakt. Es waren überall Haie. Vor einem, daneben, hinter einem, über mir, unter mir. Was man aber sagen muss, alle wirkten extrem entspannt
Ja, die wollen so ein bisschen Kontakt suchen, die wollen ein bisschen spielen, die wollen so ein bisschen Erfahrung sammeln. Für die Haie ist es ja auch Abwechslung, ne? Nicht immer den ganzen Tag nur rumschwimmen. Ah, da sind mal Menschen. Ja, guck ich mir das mal an. Seil, auch mal interessant. Neugierig. Im Nachhinein kann ich das Ganze gut mit Hunden vergleichen. Man merkt, ob ein Hund aggressiv, freundlich, angespannt, genervt oder einfach nur neugierig ist. Irgendwann konnte ich anfangen, das Ganze zu genießen. Das dauerte aber einige Minuten. Anfangs strampelte ich auch noch mit den Flossen, was eigentlich überhaupt nicht notwendig war. Ich hing an dem Seil und fing an, die Tiere in Ruhe zu beobachten. Ein paar Aufnahmen einzufangen. Diese Haie sehen schon brutal aus, Alter. Und auch mal zu gucken, wie die anderen Jungs sich so... Alter, das ist schon ein richtiger Brocken. ...verhielten. Hier unten im Wasser... Also, die hätten auf jeden Fall genug Gründe, die anzugreifen, weil... So wie wir Menschheit den Ozean verschmutzen mit Plastik und mit Scheiße und Müll und die ganze Kacke. Also ich wäre als Tier aus dem Ozean, wäre ich schon die ganze Zeit angepisst. Also, dass die Haie noch so entspannt sind, da sieht man nochmal, was für gute Wesen das eigentlich sind, ne? Überlegt euch mal, werdet ihr gechillt drauf, nachdem alles so verpestet wird von den Menschen? Das sind so liebe Tiere, aber sie haben halt eben auch Kraft, genau wie ein Kampfhund. So. Also ich bin mit einem Rottweiler aufgewachsen. Und das ist in meinen Augen sind es einfach liebe Tiere, aber sind nicht umsonst auch eben restricted. Hier, wenn ihr guckt, hier, das ist mein Hund, als ich klein war. Gino hieß der. Und es gibt viele Menschen, die haben Angst vor solchen großen Listenhunden oder Kampfhunde, wie man ihn nennt. Das war der liebste Hund. Aber hat halt eben auch die Kraft. Er könnte auch jemanden mal umnieten, genauso wie die Haie. Und du solltest immer trotzdem Respekt haben vor den Tieren. Bist du nur im Hier und Jetzt? Es gibt keine Musik, kein Instagram, Social Media oder auch nur ein Gespräch mit einem Freund, welches dich ablenken könnte. Du schwebst im Wasser, um dich herum irgendwann 10 Blauhaie und du bist mit deinen Gedanken nur hier im Wasser, zu 100%. Sowas habe ich selten erlebt. Nichts lenkt dich in diesem Moment ab und du hast auch keine störenden Quellen von außen. Guck mal, wie neugierig die Tiere sind. Der lässt sich richtig streicheln. Ich kann mittlerweile verstehen, warum Leute dieses Hobby so fasziniert. Es zieht einen raus aus dem kompletten Leben, das man sonst so hat. Dies lässt man einfach an der Wasseroberfläche zurück. Es bleibt förmlich dort hängen und kann gar nicht mit abtauchen. Einige der Haie kamen wirklich auf Tuchfühlung, bis auf wenige Zentimeter auf einen heran. Man hätte sie ganz einfach berühren können. Aber das habe ich mal schön gelassen. Stark, stark. Freunde, ich bin ganz frisch raus. Alter, ich muss sagen, denn die Haie total entspannt, mega cool, geiler Zug. Aber der Wellengang unter Wasser beim Rausgehen gerade hoch und runter, die Leine, bam, bam, Alter. Dann bin ich vorher noch nie im offenen Blau irgendwie getaucht. Ja, waren ganz schön viele, ja? Es waren 10 Stück auf einmal, Alter. Dr. Heinecke? Was war das denn, Alter? Erstmal Fäustchen drauf. 10 Haie auf einmal, Digga. Alter. Erste Heizaufgabe der Saison. Das erste Mal für dich. Ja. Ich sag mal nach. Das war dein wievielter Tauchgang? 22, 23, 24, irgendwie sowas. Ja, ja. Keiner der besseren. 10 Haie, übrigens. Alles ausnahmslos Männchen. Das war alles Männchen, aha. So, Freunde, heute mal ein schreiendes Outro. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann. Geil, geiles Video. Richtig geiles Video. Mir tun die Tiere im Wasser einfach immer nur leid. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ein Wal oder so ein Hai oder ein Delfin oder irgendwas und da würde dann einfach nur massiv Plastik ins Meer geschmissen werden, Alter. Mein Tag wäre gelaufen, sag ich euch, wie es ist. Daumen nach oben natürlich. Auf jeden Fall Respekt. Auch bei Robert vorbeigucken, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Starkes Video auf jeden Fall. Starkes Video. Oha. Der mit dem Angelhaken, der tut mir auch leid. Der wurde halt einmal reingebissen, weil da ein Köder dran war und dann kann man halt nicht wegnehmen, ne? Der wird jetzt dann noch vielleicht, ja, sein Leben lang diesen Haken im Maul haben, weil er sich dann wie so ein Piercing, kann auch wehtun, ne? Ganz schön.
Also als es passiert ist, hat es bestimmt sehr weh getan.